Ja, hallo liebe Camping- und Kastenwagenfreunde, hier ist wieder der Frank und die Barbara von Up and Down Vanlife. Heute machen wir ein neues Video, weil wir haben von euch in den Kommentaren in den letzten Wochen oder letzten anderthalb Monaten so viele Anfragen bekommen. Wie viel wiegt denn euer Kastenwagen? Ja, wir haben jetzt einen fahrbereiten Zustand. Wir kommen gerade von der CMT 20 aus Stuttgart, sind also noch gut beladen. Ja, und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was dabei rumkommt. Und ich melde mich gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. Wir fahren jetzt einmal gleich von der Waage herunter, weil bei hinter uns müssen noch mehrere LKWs und Kastenwagen auf die Waage. So, ich bin jetzt gerade vom Wiegen gekommen. Die Waage, ich habe mit der jungen Dame da gesprochen, die ist geeicht. Also laut ihrer Aussage gibt es da keine Abweichungen. Ja. So, wir sind gerade auf der Waage gewesen, sind jetzt zu Hause angekommen und das wollen wir euch jetzt mal Ergebnis präsentieren. Und zwar, Barbara, komm mal ein Stückchen näher. Wir kommen auf 3000, ja, kann man nicht ganz genau hinkriegen, 3350 Kilo. Ja, Spaß beiseite mit der Waage. 3350 Kilo. Wir beide sind da schon mit eingerechnet. Ja, die ganze Ausrüstung, wir kommen wie gesagt gerade auch von CMT in Stuttgart. Meine kompletten Plörren. Die komplette Kameratasche mit Drohne, allem Pipapo, Heizlüfter ist sogar mit drin, Campingtisch, zwei große, zwei kleine Stühle, ich glaube 10 oder 12 volle 1,5 Liter Wasserflaschen, Barbaras Koffer da hinten, dann wie gesagt Markise, Solaranlage, Sattanlage, Radio, die ganzen Anbauarbeiten auch schon mit drin, Frischwassertank ist halb gefüllt, Benzintank ist viertel gefüllt und Abwassertank ist leer. Ja, Toilette ist natürlich auch befüllt. Noch was vergessen? Nee. Bei den ganzen Gewichten? Nee, im Prinzip fahrbereiter Zustand. Ja. Da haben wir also locker. Du hast dich gerade, hast du nicht vertan? Womit? Du hast gesagt 3350, 3330. Entschuldigung. Alles zurück. 3330. Ja. Ja, 3330. Mit mir und 3250, wo ich ausgestiegen bin. Ich habe also zwei Daten und deswegen weiß ich auch, dass die Waage geeicht ist, hat sie mir auch da drin gesagt, weil bei mir mit Anziehsachen 80 Kilo passt. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt mit dem, weil ich hatte ja wieder viele Anfragen mit dem Video was anfangen, gewichtstechnisch. Den Rest könnt ihr euch selber dazu rechnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Und die es noch nicht gemacht haben, vielleicht Kanal abonnieren, würden wir uns auch darüber freuen. Ich bin jetzt raus. Bis dann. Ciao.